Sehr schwer. Sehr schwer, weil es lange Jahre, Jahrzehnte ein Teil meiner Laufbahn war. Und es ist doch auch eine gewisse Wehmut ist dabei. Es ist halt noch eine Technologie aus den 60er, 70er Jahren. Da fliegt man wirklich noch, ich sage mal, wie man in der Fliegersprache sagt, mit dem Hintern. Und es ist einfach noch pure Flying ohne Computer. Es ist einfach ein besonderes Gefühl, Erlebnis, ein besonderer Schritt auch in jeder Pilotenlaufbahn, weil jeder frühere Drakenpilot oder auch heutige Eurofighter-Pilot ist auf der Saab 105 geflogen, hat seine Grundausbildung gemacht, seine gesamte Luftkampfausbildung. Es ist einfach ein Meilenstein in jeder Fliegerkarriere. Ich fliege jetzt schon 21 Jahre auf der Saab 105 und es gab viele schöne Momente, emotionale Momente, spannende Momente. Abschließend zu der Ära kann ich nur sagen, ein sehr zuverlässiges Flugzeug, ein guter Jet-Trainer, ja, der einfach den jungen Piloten die Möglichkeit gegeben hat, das Jetfliegen von Grund auf zu lernen und aber auch didaktische Ausbildung beim österreichischen Bundesheer zu erlernen und zu trainieren. Im Großen und Ganzen war es an der Zeit, ein Militärflugzeug nach 50 Jahren, vor allem ein Militärjet, muss man dann irgendwann außer Dienst stellen. So wie wir es in den Luftstreitkräften gewohnt sind, wir blicken nach vorne und gehen auch weiter.